Moin, Rüdiger Fuchs, Pastor in Grube, Ostholstein. Bestimmte Dinge in meiner, die ich sammle oder die mir Kraft geben, die mich an was erinnern, sind mir unendlich kostbar. Zum Beispiel dieser Kruzifixus, der gekreuzigte Christus. Er steht bei mir im Wohnzimmer. Der erste Pastor, der ihn auf seinem Schreibtisch hatte, ist in einer Christenverfolgung ums Leben gekommen. Sein Auszubildender, Vikar, war, glaube ich, auch der Pastor, der meinen Großvater wiederum geprägt hat. Bei meinem Großvater stand dieses Kreuz in seinem Studierzimmer. Und zur Ordination zum Pastor habe ich dieses Kreuz dann geschenkt bekommen. Steht bei mir im Wohnzimmer und vor diesem Kreuz zu beten, bedeutet mir manchmal sehr viel. Gespräch mit Gott, Teil 9. Zum Beten gehört für Christen in manchen Zeiten auch das Fasten. Jesus hat auf alles verzichtet, auf sein Königreich, das wir noch gar nicht sehen können, beim Vater, auf die vollkommene Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Auf absoluten Frieden und Leidlosigkeit hat er alles aufgegeben, sozusagen seine Krone abgelegt, ist auf die Welt gekommen, als kleines Kind in Windeln und hat hier alles erlitten, alles gegeben, alles gebetet, was er konnte, um uns wieder mit dem Schöpfer zusammenzubringen. Deswegen fasten wir Christen manchmal, wenn uns Gebete sehr ernst sind und wir Gott zeigen wollen, wie wichtig es uns ist, uns zu konzentrieren im Gebet, wie wichtig es ist, an Gott dran zu sein mit dem Gebet. Das heißt, wir lassen Dinge weg, die sonst unseren Alltag auffüllen. Also, ich zum Beispiel habe bei 7 Wochen ohne eine christliche Fastenaktion dieses Jahr mitgemacht und weitestgehend auf den Fernseher verzichtet, auf Alkohol verzichtet, Süßigkeiten verzichtet, um mich noch mehr zu konzentrieren im Gebet. Da gibt es keine bestimmten Regeln, keine bestimmten Vorschriften im christlichen Glauben, wie man zu fasten hat. Aber man möchte Gott zeigen, jetzt ist es mir ganz ernst. Außerdem erlebt man dabei, dass man entschlackt im Kopf, im Körper und auch viel besser sich fühlt, wenn man dann das Gebet hält. Jesus schließt an seine Lehre, in dem Teil, in dem er das Vaterunser seinen Jüngern beibringt, sofort auch hintendran einen Abschnitt seines Unterrichts an zum Thema Fasten. Das muss man nicht nach außen zeigen, dass man jetzt eine tolle religiöse Leistung vollbringt, sagt er. Aber dein Vater möchte es schon sehen, wie ernst du es meinst mit dem Gebet. Ja, weil er auf alles verzichtet hat, verzichten wir Christen gerne zugunsten anderer, um sozusagen für sie einzustehen im Gebet. Oder wir verzichten auf alles, was uns ablenkt, um an Gott dran zu sein. Und in Zeiten der Not und Anfechtung möchte man sich bei Gott ganz und gar bergen und von nichts ablenken lassen. Jesus sagt, manche Zeiten übersteht man nur mit Gebet und Fasten. Ich wünsche dir beim Verzicht für andere, für Gott, für dich selbst, als eine Art Liebe, viele Erfahrungen im Gebet, die dich stärken und glücklich machen. Gott segne dich dazu.